Willkommen zurück zu Let's Play Walk of 3 The Frozen Throne. Wir machen direkt weiter mit der Geißelkampagne. Wir sind im zweiten Kapitel, aber davor sehen wir uns jetzt das Interludium an, ein geteiltes Königreich. Am nächsten Abend erscheint die Banji Sylvanas irgendwo in den Tirisfalmooren bei einem Geheimtreffen. Lady Sylvanas, wie schön, dass Sie gekommen seid. Wie könnte ich nicht? Aus irgendeinem Grund höre ich die Stimme des Lichtkönigs nicht mehr in meinem Kopf. Ich habe meinen freien Willen wieder. Ihr Schreckenslord scheint den Grund zu kennen. Wir haben festgestellt, dass der Lichtkönig seine Macht verliert. Und mit ihr schwindet auch seine Fähigkeit, über Untote wie euch zu gebieten. Und was ist mit König Arthas? Was ist mit seinen Kräften? Arthas Kräfte werden mit der Zeit schwinden, auch wenn mächtige Zauber in seine Runenklinge Frostmourne gewirkt wurden. Das ist unausweichlich. Ihr wollt ihn stürzen und euch dazu meiner Hilfe versichern. Die Legion mag besiegt sein, doch wir sind die Nasresim. Kein Menschenemporkömmling wird uns beherrschen. Arthas muss weg. Der Lich Kel'Thuzad ist viel zu loyal, seinen Meister zu verraten. Ihr andererseits... hasst ihn. Und ich habe meine Gründe, nach Rache zu dürsten. Arthas hat mein Volk ausgerottet und mich in dieses Monstrum verwandelt. Ich werde euren blutigen Umsturz unterstützen, aber auf meine Weise. Ich für meinen Teil traue ihr nicht. In ihr schlägt ein Elfenherz. Sie wird nie mit uns paktieren. Nicht so voreilig. Sie ist ein Freigeist, aber ihr Hass auf Arthas wird letztlich unseren Zwecken dienen. Das stimmt. Da das nun auch geklärt wäre, möge das Fest beginnen. Ja, da sind heikle Machenschaften gegen Arthas am Wirken. Aber wir schlüpfen jetzt wieder in die Perspektive von Arthas. Am nächsten Morgen sprechen König Arthas und sein Majordomus, das ist sowas wie ein Hofmeister, Kel'Thuzad im Palastgelände über die düsteren Warnungen des Lichtkönigs. Die Anfälle sind also schlimmer geworden. Ja, meine Kraft ist erschöpft. Ich kann kaum meine eigenen Krieger befehligen. Der Lichtkönig warnte mich, wenn ich nicht bald nach Northrend komme, könnte alles verloren sein. Keine Angst, mein König. Die Vorbereitungen für eure Abreise sind abgeschlossen. Schiffe warten an der Küste und... Die Pläne wurden geändert, König Arthas. Ihr seid am Ende eures Weges angelangt. Mörder! Eine Falle! Ihr hättet nicht zurückkehren sollen, Mensch. Dank eurem geschwächten Zustand haben wir die Macht über die Mehrzahl eurer Krieger übernommen. Eure Herrschaft war wohl nur von kurzer Dauer. Es sind zu viele, mein König. Flieht! Verlasst die Stadt! Ich suche meinen eigenen Weg. Wir treffen uns in der Wildnis. Nun gut, Lich. Viel Glück. Ja, was soll man dazu sagen? Wo Macht liegt, da liegt auch mindestens eine Person, die darauf wehrt. Auf jeden Fall sehe ich das so. Und es scheint ja auch in Arthas Fall so zu sein. Wir holen uns mal ein bisschen Hilfe, um hier auszubrechen. Ja, Pagula am Anfang können wir schaden. Kel'Thuzad, unser Meister, schickte uns zu eurer Unterstützung. Unsere neuen Skelettmagier machen kurzen Prozess mit den Rebellen. Sehr gut. Wir kriegen direkt ein bisschen Unterstützung. Wir müssen rasch handeln und alle finden, die in Treue zu mir stehen. Unterstützung können wir gar nicht genug haben. Gut, wir haben jetzt einen kleinen Trupp, mit dem wir arbeiten können. Was heißt ein kleiner Trupp? Zwei Totenbeschwörer und ja, eigentlich ein Ghoul. Mehr haben wir nicht. Wir heben mal die Rolle des Schutzes auf, zerstören die Podeste hier. Denn die haben auch ein paar Goodies für uns. So, bitte raus hier. Außer du.
Was gut, wir haben diesmal? In dieser Mission sprecht, meistens Dummkopf. Nur Unterstützung durch Skelettmagier und ähnliches. Hier sind ein paar Items von Kel'Thuzad, die ihm gehört haben. Das was. Möge die Dunkelheit und mich nun ja, wir müssen versuchen, daraus das Beste zu machen. Das wird recht schwer. Wir haben zwar neue Einheiten, die Skelettmagier, die jetzt automatisch immer beschworen werden. Die sind auch stärker als die normalen Skelette, beziehungsweise niemand eigentlich nicht, aber sie haben Stichangriffe. Die normalen Skelette machen irgendwie 3 mehr Schaden, aber dafür halten die Magier auch viel mehr aus. Insgesamt sind das nützliche Einheiten. Wenn man sie ein bisschen clever einsetzt, können die viel Schaden machen. So, auf Wiedersehen. Können wir bitte den wiederbeleben? Ich sehe gerade selber einen Punkt statt der Wiederbelebung. Aber wir wollen erstmal mehr Skelettkrieger, denn hier unten gibt es noch mehr Monstrositäten. Wir haben ja eh schon schwache Einheiten nur, also deswegen noch mal ein paar Monstrositäten als Gegner, damit das Ganze auch schön fair ist. Ich werde jetzt gerne Mana-Rolle ziehen. Ich glaube, ich habe hier eine liegen lassen. Die werde ich mir auch gleich noch holen. Und da kommt der nächste Clou an dieser Mission. Wir werden dauerhaft von Gegnern verfolgt. Das macht die Mission nicht gerade einfacher. Das ist schon besser. Allerdings gerade zu Beginn sind die Wellen noch relativ gut abzuwehren. Was ist so, machen wir euch mal platt. Endlich. Ohne der Heilung. Das ist schon besser. Endlich. So, wir haben hier aber noch eine Monstrosität endlich gesehen, die ich mir gern holen würde. Endlich. Hallo. Endlich. Ja, komm hoch. Das ist schon besser. Und dann wieder mit dir. Wir surrounden und machen platt. Ich sehe gerade, da sind schon mal 2 Skelette wieder platt gegangen, die wir hatten. Hier hinten sind auch noch ein paar Gegner. Ich weiß noch nicht, wo ich lang gehen soll. Vorsicht. Ich weiß, dass jetzt gleich das schwierigste Gebiet eigentlich kommt. Das ist so die kritische Phase. Da gehe ich jetzt auch mal direkt hin. Die kritischste Phase in der ganzen Mission ist hier. Endlich. Denn hier sind ein paar Großbestien in der Erde versteckt, die eure Totenbeschwörer sehr schnell wegfokussen. Und wenn eure Totenbeschwörer weg sind, könnt ihr die Mission nicht vergessen, aber sie wird ungemein schwieriger, als es sein muss. Wir haben jetzt den Ghoul verloren, aber das macht nicht so viel. Denn der Ghoul macht sowieso keinen Unterschied in der Mission, habe ich das Gefühl. So, dann haben wir den Weg hier immer geklärt. Das ist sowieso nur ein Rundgang. Das hier war quasi optional. Allerdings möchte ich möglichst viel vernichten auf unserem Weg. Ich bin mir gar nicht sicher, wo wir hier sind. Es könnte gut Lordaeron sein. Auf jeden Fall vom Sinn her. So, haben wir mal ein paar Zombies kaputt. Sollte ja eigentlich nicht einfach sein. Und sind nur Mana. Mit ein bisschen Mana vom Untotenbeschwörer könnten wir jetzt richtig gut Untote ranfarmen. Allerdings ist das das Einzige, was uns fehlt. So, da lauert noch mehr Gold für mich. Ich hoffe nur, dass wir jetzt nicht von hinten abgefarmt werden. Ich hole mir mal Unterstützung mit dazu. Ja, war schon ganz gut. Der Gedanke, dass wir nicht von hinten abgefarmt werden. Und ausgerechnet jetzt kommt etwas von hinten. Frostmourne hat Hunger. Wenn ich mir diese Rune nehmen könnte, da wäre das Ganze viel einfacher. So, vielen Dank. Mit der Rune haben wir jetzt nicht die Möglichkeit, mehr Untote zu beschwören. Was ist das diesmal? So, das haben wir einigermaßen gut überstanden. Als Belohnung kriegen wir einen Ring des Schutzes +2. Ist ein gutes Item, nehmen wir mit. So, euch kann ich genauso gut in den Tod schicken, denn ihr zerfallt jetzt alle. Sprecht. Schade eigentlich. Totenbeschwörer, könntet ihr mal kurz aufhören mit dem Shit? Danke. Ja, wir haben den unteren Teil der Stadt geklärt, haben eine Menge Items, die hier rumliegen, die wir aber nicht wirklich haben wollen. Allerdings, diese Mana-Rolle ist gerade echt attraktiv. Mana-Rolle. Niemand erteilt mir Vielen Dank. Befehle. Das kommt nämlich echt gut für das die Totenbeschwörer. Ja, man Endlich. Sieht schon, unsere Hauptstreitmacht besteht aus Skeletten momentan. Das ist schon und besser. Das wollen wir möglichst schnell ändern. Und deswegen werden wir jetzt noch weiter vorrücken in der Stadt. Da hinten sind noch ein paar Zombies. Die haben wir auch mal eben über den Haufen. Totenbeschwören wieder ein. Zum Glück sterben die Zombies recht schnell. Ihr könnt ruhig neue Skelette machen. Danke. Nicht genügend Mann. Ach ja, Skelettkrieger. Da sind eine Monstrosität, die jetzt Frost auf unserer Seite kämpft. Gelbe Einheiten das sind in der Regel unsere Einheiten. Das hier ist eine recht schwierige Stelle. Ich weiß nicht, ob ich da jetzt lang möchte. Wobei... Sprecht,
Dummkopf. Wir gehen rein, was aber halt die Totenbeschwörer draußen. Vorsicht. Das Problem an dieser Stelle ist offensichtlich, dass wir es mit einem Helden zu tun haben, der auch ganz gut draufhauen kann. Ja, wir sehen, dass wir... Fuck, wir werden gerade gesandwiched. Wir heilen mal da die Kollegen und fokussen den bösen Schreckenslot. Ja, wir haben einen Schreckenslot erledigt. Das war leider keiner von denen auf der Cut-Team. Das war ein reiner Willkür Schreckenslot. So, wir haben gerade ein paar Gruftbestien gefunden. Wo nun ja... Die Rebellen hätten uns fast erwischt, König Arthas. Ich würde nicht dulden, dass die meinen von diesem Pöbel ermordet werden. Dann bleiben wir bis zum Ende bei euch. Ja, wir haben gerade ziemlich gute Einheiten gefunden. Gruftbestien haben den Vorteil, dass sie eine recht gute Ausdauer haben, was den Kampf angeht, 550 HP und einen wahnsinnigen Schaden. Ich brauche eure Fähigkeiten, kleiner Schemen. Werdet ihr mir helfen? Ich lebe nur, um euch zu dienen, König Arthas. Ja, ein Schemen macht natürlich die Erkundung der Karte ebenfalls einfacher. Wir haben schon so ein paar Hilfen jetzt bekommen mit der Monstrosität. Und den Gruftbestien möchte ich persönlich nicht drauf verzichten. So, wir gehen mal zuerst hier rein. Endlich. Und finden einen Knopf. Ja, wir haben eine Geheimpassage geöffnet. Das war hier unten. Man sieht das schon am Radar. Hier liegt ein bisschen Gold. Und hier ist ein Brunnen des Manas. Den habe ich, ganz ehrlich, gerade eben übersehen. Nur das Gold hat mich hingelockt. Ja, ein Brunnen des Manas ist natürlich klasse, den nehmen wir. Was ist des Schattens Begehr? Heißt, was wir haben viele neue Skelette dann gleich. Währenddessen, wo wir gerade bei Skeletten sind, die würden sowieso sinnlos sterben, deswegen schicke ich sie jetzt mal in den Tod und lasse sie wenigstens noch ein bisschen Schaden machen. So, würdest du bitte noch einmal angreifen? Danke. Das waren schon mal um die 100 HP, die wir denen abgezogen haben. Da kommt schon die nächste Welle an Gegnern. Man sieht, inzwischen sind Ghule dabei. Es sind nicht mehr nur Zombies. Also das verändert sich. Wir wollen aber die Skelette auf jeden Fall haben. So, und mit den Skeletten würde ich jetzt gerne nochmal versuchen, da reinzugehen. So, bitte platt machen. Was ist das diesmal? Die werden den unmöglich töten können, aber wir können... Endlich. Mit dem Mana-Brunnen und einer Menge Leichen, die unendlich hinter uns herkommen, nun ja, die Gegner vor uns ausschalten, ohne unsere Einheiten zu verlieren. Dieser Geheimgang bietet uns die Stiefel von Keltala plus 6. Das gibt eine Menge Boost zur Angriffsgeschwindigkeit. Deswegen würde ich sagen, zünden wir mal die Rolle des Schutzes. Endlich. Und wollen damit dann weitergehen. Das ist direkt in die Offensive. Endlich. Solange die Rolle noch wirkt. So, das mal einschlagen und dann drauf los. Ja, Monstrositäten und restliche Einheiten der Gegner haben eine Upgrade-Stufe unter uns. Schwierigkeitsgrad. So rum. Schwer, das heißt, es ist nicht allzu unfair. Wenn man sich ein bisschen clever anstellt, kann man die Mission ganz leicht schaffen, weil man hat einen Helden, der die eigenen Einheiten auch gut hochreihen kann. Endlich. So, wir sind jetzt hier an einer ganz interessanten Ecke eigentlich. Ich verrate mal so viel, das hier ist der richtige Weg. Wir wollen aber erstmal diese Ecke dann plündern, wenn das hier der richtige Weg ist. Auf jeden Fall glaube ich, dass das der richtige Weg war. Ich habe die Mission ein bisschen länger nicht gespielt. So, Monstrosität vorwärts. Du solltest eigentlich an die Spitze. Wir haben hier eine Menge kleiner Einheiten. Das ist schon besser. Nicht schlimm. Das heißt, wir lassen mal einfach alles knüppeln. Das Problem sollte sich von selber lösen. Das einzige Problem, was wir mit der Stellung hier haben... Dadurch, dass es eine Menge beschworener Einheiten sind, kriegen wir selber keine Einheiten daraus. Aber wir könnten mal eine unheilige Raserei auf Arthas und die Monstrosität wirken. Damit sollten wir die Stellung hier schneller klären können. Niemand erteilt mir Befehle. So, Arthas, jetzt ist der Weg frei, jetzt kannst du knüppeln. Wir können ebenfalls mal eine unheilige Raserei auf die Gruftbestien packen, denn wie gesagt, die machen einen massiven Schaden und mit mehr DPS machen sie natürlich noch mehr. Auf Wiedersehen. So, jetzt haben wir eine Menge Mana verschwendet, allerdings sind wir ja gleich nochmal auf der Reise zum Mana-Brunnen. Endlich.
Klauendes Angriff plus 3 nehme ich mal spontan mit. Ich heile ich nochmal. Endlich. Dann plündern wir die Kisten. Vielleicht finden wir was Tolles in der Heilung. Gerne. Gerade mit der unheiligen Raserei. Der Clou an der unheiligen Raserei ist halt, dass sie so billig ist und den die Angriffsgeschwindigkeit so massiv boostet. Liegt halt daran, dass nun ja wir mit Lebenspunkten zahlen. Und zwar mit der andauernden Zeit der unheiligen Raserei verlieren wir immer mehr Energie. Endlich. Frostmoon hat Hunger. Allerdings sollten wir mit unserer Aura recht gut gegenheilen können. Immerhin steigt die Lebensregenerationsrate um 20%. Das ist doch recht schnell, wenn man überlegt, dass es normalerweise 20% langsamer sogar wäre. So, bitte mal das Mana refreshen. Währenddessen, lieber Schemen, zeige mir, was hier passiert. Da ist ein feindlicher Schemen. Hier ist ein Schreckenslord. Ich gehe und da eine Monstrosität. Alles soll offenbart werden. So wie ein paar Fleischkatapulte. Sprecht, Dummkopf. Ah, am einfachsten wäre es, wenn ich jetzt mit Arthas reinrenne und mir alles hole. Ist schon besser. Allerdings glaube ich, dass es dann trotzdem wieder mehr Probleme gibt, als ich eigentlich haben möchte. Die Schreckenslords sind vor dieser Waffenkammer stationiert. Wenn wir an ihnen vorbeikommen, könnten wir die Fleischwagen im Inneren akquirieren. Ja, das sagt er so einfach. Gut, Schreckenslord Stufe 5. Das sollte eigentlich gehen. Das heißt, er beschwört schon mal keine Chaos-Bestien. Das sollte es ganz einfach machen. So, wir verteilen eine Raserei. Eine große Raserei, bitte. So, ihr geht vor. Ihr kommt nach. Hier nach hinten und dann los. Ja, wir greifen an und machen möglichst alles schnell kaputt. Ja, ich weiß nicht, weswegen er ein paar Golems da stehen hat, weil die sind eigentlich ziemlich schrottig. Endlich. Auf jeden Fall auf dem Level, auf dem die waren. Ja, unsere Einheiten kriegen ein paar Arschwellen ab. Das ist schon besser. Keine Arschwellen, sondern diese Arschgeierwellen. So, ich würde nur ganz gerne, bevor wir weitermachen, mich um die Totenbeschwörer kümmern. Das ist schon besser. Dann ich mir die Monstrosität holen. Loyalität. Werdet ihr mir dienen? Die Toten sollen dienen. Ja, irgendwie hat die Monstrosität nicht die Fähigkeit zu antworten. Oh Gott, ich spiele ja seit kurzem Dota 2. Mal so ein bisschen off-topic gerade. So, ich spiele ja seit kurzem Dota 2 und ich habe früher das Original Dota gespielt und dort gab es ja den Helden. Touch. Und nun ja, jetzt sehe ich darin keine Monstrositäten mehr, sondern Mini-Patches. Na gut. Vielen endlich Dank. Feuerkraft. Sie wird uns zur Überwindung der Haupttorverteidigung dienen. Oh mein Gott, stimmt. Ich kann ja jetzt Leichen einladen. Die rastlosen Toten sprecht, Dummkopf. Ja, passt auf. Wie machen wir das? Vorsicht. Wir gehen hier bis an die Grenze. Das hört sich an wie aus irgendeinem doofen Film. Aber nein, wir gehen wirklich hier bis an die Grenze, soweit wir gehen können. Sprecht, Dummkopf. Bauen eine kleine Verteidigung auf. Ziehen die Katapulte nach, möglichst nah ran, damit sie keinen Friendly Fire machen können. Was ist und dann diesmal sollten wir das Ganze hier eigentlich ganz gut abwehren können. Oh mein Gott, weg mit dir. Ja, ganz wichtig, dass wir die Fleischkatapulte am Leben halten. Niemand erteilt mir Befehle. So, dann als nächstes in diese Richtung. Zurück. Was ist das diesmal? So, ich denke, die Fleischkatapulte werden wir dann. Ne, wir können sie nicht zurücklassen, wenn wir sie nicht brauchen. Aus dem Grund, dass wir andauernd angegriffen werden von allen Richtungen. Geht kaputt. Geht kaputt. Geht kaputt. Macht das kaputt. Eine Rune der Heilung tut leider nicht bei unseren Fleischkatapulten. Das ist schade. Auf jeden Fall glaube ich das. Yep. Das ist schon besser. Gut, wir haben jetzt die zwei Türme platt gemacht, um an ein paar Goldmünzen ranzukommen. Das schien jetzt nicht so sehr ertragreich zu sein. Frostmoon hat Hunger. Aber was soll's. Ihr habt tolle Leichen, ihr habt tolle Leichen. Das ist wunderbar. Dann wollen wir uns mal um diesen Schemen hier kümmern, denn wir wollen, dass unser Schemen ungesichtet bleibt. Ich schau mal rein. So, dann macht mal hier frei. Ich gehe ungesehen.
Ich habe das Gefühl, dass das hier nicht so gut ausgeht, wie es aussieht. Erteilt mir Befehl. Wir machen Folgendes. Wir warten, bis der nächste Angriff von hinten kommt. Endlich. Und dann bomben wir den Frostmond Shit weg. Da ist er nämlich schon. Was ist denn die kommen ja andauernd rein, deswegen war mir das klar. Vorsicht. So, dann ihr wieder dahin. Ihr kümmert euch um die Türme. Ja. Vorwärts. Und den auch noch. Dann haben wir hier einen Knopf, der wird jetzt wahrscheinlich die Brücke runterfahren. Vielen Dank. Einen noch. Was ist das diesmal? So, dann gehen wir rein endlich in das Ganze hier. Frostmourne hat Hunger. Das darf eigentlich nicht sein, was gerade passiert ist in der Mission. Ich erkläre es euch gleich. Wir wollen nur eben Befehle, die wichtigen Einheiten retten. Was ist das diesmal? So, macht mal eben die Teile kaputt, genau. Ja, wir haben gesehen, da kamen Gruppenbestien aus der Erde raus. Und zwar ist es so, wir haben einen Schemen, der unsichtbare Einheiten aufdeckt, was das Ganze ja sehr merkwürdig macht, denn eingegrabene Einheiten zählen auch als unsichtbare Einheiten. Allerdings hätten wir diese sehen müssen. Das ist sehr kurios an der Stelle, aber na gut. Sprecht, Dummkopf. So, ich hätte gerne einen freien Zutritt. Das ist schon besser. Wohin auch immer. Erteilt mir Befehle. Ich würde sagen, faszinierend. Die Toten einmal noch. Die Dunkelheit mich leiten. Ja, unsere Vorsicht. Tanks sollen Damage rausknüppeln. Endlich. Gegen die paar Gegner, die hier sind. Oh, das sieht gut aus. Der Damage. Oh mein Gott, das sieht so gut aus. Ich wünschte, diesen Damage würden sie immer machen. So, auf Wiedersehen ihr. Da liegt eine Giftkugel, die mich jetzt erstmal denken lässt, dass hier irgendwie ein Hinterhalt ist. Wir holen uns mal die Kreaturen und sehen zu, dass wir die Wege ein bisschen frei machen. Ja, da haben wir direkt was angelockt, dank Katapult. Niemand erteilt mir Befehl. Hier kommen gerade fliegende Gegner, das überrascht mich ein wenig. Aber wir sollten diesen Kampf hier eigentlich gewinnen. Ich möchte möglichst das Katapult hier noch am Leben halten. Wir haben tatsächlich eins verloren. Es gibt nämlich eine Stelle, für die wir das Katapult brauchen und an der sind wir jetzt fast. So, wir gehen mal weiter hier lang. Die leben noch ein bisschen. Vielleicht kann ich noch was töten. Jein, ich fokusse lieber einen kleinen. Ja, gut. Hat nicht wirklich gebracht. Endlich. Können wir da durchgucken? Nein, können wir nicht. Wir müssen tatsächlich den Weg einmal durchgehen. Das ist schade. Ich sage mal, ihr sollt kurz neue Einheiten erschaffen. Endlich. So, bitte die Zombies wegknüppeln. Die sollten ja nicht das Problem sein. Und weg. Endlich. So, da haben wir den Shop, von dem ich mal geredet habe. Aber wir möchten zuerst hier lang. Was ist des Schattens begegnet? So, bitte neue Einheit. Mir Befehle. Hat den Grund, dass wenn wir jetzt von hinten angegriffen werden, wir eine Verteidigungslinie an unseren Katapulten haben. Das ist schon besser. So, wir müssten auch gleich mal ein bisschen was treffen lassen von unseren Monstrositäten. Vorsicht. Können wir jetzt in Ruhe machen. Dieser Haufen Leichen kommt uns gut zu Pass. Wir können sie wieder erwecken und damit unsere Streitkräfte verstärken. Hat Hunger. Ja, Arthas, stell dir vor, das machen wir schon, seit wir diese Tricks kennen. So, wir haben hier ein paar Bäume, aber ich glaube, wenn wir die einreißen, war dahinter nicht. Endlich. Die Toten sollen dienen. So, ihr seid bald wieder voll, ja? Dann geht ihr schon mal auf Counter-Course. Ich denke, da wird jetzt wieder ein Angriff kommen. Tatsächlich Ruhe. Ah, wir können sehen, von wo die kommen. Die spawnen von hier. Na gut, lassen wir die mal spawnen. Die Angriffe werden aber größer. Inzwischen sind es zwei Gule. Vorsicht. Gut, ich würde sagen, dann sehen wir zu, dass wir noch ein bisschen Verteidigung hinter uns popeln. Erteilt mir Befehle. Die rastlosen Toten. Das, was wir jetzt hier haben, sollte eigentlich reichen. Möge die Dunkelheit mich leiten. So, stellen wir die einfach mal dahin. Vorsicht. Und machen währenddessen hier weiter. Hier haben wir einen Brunnen der Heilung. Endlich. Das ist ganz nett, aber nicht wirklich das, was ich haben möchte. Hat Hunger. Hier haben wir das ist ein besser. Pferd, das totgeknüppelt wurde. Das ist sehr interessant. Und Ghule, die sich nicht wehren, weil sie irgendwas auf der Erde auffressen. Quasi nichts wirklich das ist Interessantes. Schon besser.
Gut, jetzt haben wir eine Stelle, an der wir das Katapult in dieser Mission wirklich brauchen. Ich weiß nicht, ob es mehr gab. Ich glaube nicht. Auf jeden Fall können wir hier die Bäume einschlagen, damit wir an das Item kommen. Ihr habt euch wahrscheinlich gefragt, weswegen ich das nicht aufhebe. Von hier aus können wir es nicht aufheben. Wir müssen von dieser Seite kommen und die Bäume einwerfen, sonst klappt es nicht. Endlich. Das Inventar ist voll. Das ist schon besser. Dadurch kriegen wir ein Reif des Adels, ein nettes Start-Item, weil... Naja, alles mal plus 2 geknüppelt. Das ist schon besser. Das heißt, mehr Mana, mehr Angriffsgeschwindigkeit, mehr Schaden und mehr Energie. Sogar ein bisschen mehr Rüstung, aber die ist nicht wirklich redenswert. Wir können auch hier mal lang gehen. Hier gibt es eine Route der Totenbeschwörung. Was ist das? Ich glaube, man kann damit unendlich Skelette wieder beschwören lassen, aber mit Cooldown. Ich weiß gar nicht, ob es Mana braucht. Ich schau mal. Das ist schon besser. Nee, es war sogar nur 4-mal Use mit Cooldown. Okay. Ja, nicht wirklich interessant für uns, würde ich sagen. Frostmourne, können wir das einknüppeln? Endlich. Ich weiß, dass man das irgendwie öffnen konnte, das Tor, aber ich weiß nicht mehr wie. Das ist gerade das Problem. Hunger. Na gut. Ich werde mal... Ich weiß wieder. Das ich weiß wieder, besser. Wie das eingeknüppelt wird. Wenn wir uns hier befinden und gerade in eine gegnerische Welle kommen, dann knüppeln die das Tor tatsächlich ein. Frostmourne hat Hunger. So war das. Aber wir wollen ja noch zum Shop. Da habe ich ja auch von geredet. Vorher knüppeln wir mal die eben zur Seite. Vorsicht. Das schaffen die auch schön alleine. Denn hier gibt es einen großen Mana-Trank, einen Mana-Stein und einen Wiederherstellungstrank. Und ganz ehrlich, ich bin heiß auf den Mana-Stein. Denn der erhöht unsere Mana-Regenerationsrate um 25%. Und wenn wir diesen Stein... Holy shit. Endlich. Ihr da. Steht ihr nicht zu eurem König? Dass die da stehen, ist mir ehrlich gesagt neu. Was ist des Schattens Begehr? Hoffentlich taugt ich das meine, ich spiele auf schwer, oder? Ich habe die nicht in Erinnerung gehabt. Ich habe diese Mission eigentlich recht gut in Erinnerung, deswegen wundert mich das. So, wir stellen die mal ein bisschen anders auf, dass sie automatisch alles wegtanken, was weggetankt werden muss. Die Toten sollen dienen. Denn wir werden jetzt ein bisschen was mit Arthas alleine machen. Was ist das diesmal? Ja, wir haben auch einen weiteren Schemen bekommen. Den werden wir auch gleich mal einsetzen. Ich finde Schemen gut. Wir haben nämlich hier sowas wie einen kleinen Geheimgang. Damit können wir die Brücke hochfahren. Währenddessen haben die hier irgendwas getötet. Das ist schon besser. Und uns den Zugang zu einem neuen Bereich sichern. Hier gibt es einen Energieanhänger. Ebenfalls ein nettes Item. Ich meine, es wäre mehr Mana. Ja. Niemand erteilt mir Befehle. Und mehr Mana ist auf Arthas gar nicht mal so schlecht. Das heißt, was opfer ich? Ich denke, ich opfer die Klauen des Angriffs plus 3. Das sind mehr 3 mehr Damage, Frostmourne, ich weiß. Normalerweise als Kind hätte ich dieses Item niemals auf die Erde gelegt. Aber wir werden noch bessere Klauen finden und die sowieso irgendwann ablegen. Und sobald wir wieder mit Kel'Thuzad auf zusammentreffen, haben wir ein nettes Item für ihn. Ich nehme gerade eine kleine Abkürzung. Man sieht schon, das Ding fährt nach einiger Zeit wieder runter. Sprecht, Dummkopf. So, ihr könnt mitkommen. Wir haben 3 Gruftbestien. Das hat eine Menge Damage. Ich Niemand liebe es. Erteilt mir Befehle. Das ist ich schon würde besser. Nur jetzt gerne die nächste Frostmourne Welle abwarten. Da ist sie auch schon. So, das sollte recht schnell die gehen. Sprecht, Dummkopf. So, dann wollen wir jetzt gleich als nächstes endlich. Die Golems hier stürmen. Endlich. Ich sehe auch gerade schon. Da hat sich ein anderer Schemen in den Weg platziert. Das ist schon besser. Aber endlich. Dieser Schemen wird gleich gar nicht sehen, wie ihm geschieht. So, das wollte ich eigentlich nicht. Ja, das ist überhaupt nicht das, was ich wollte. Aber wir sollten das abwehren können. Wir kriegen zwar jetzt ein bisschen Damage auf Einheiten, die kein Damage kriegen sollten. Man sieht, unter anderem auch das Katapult. Vorsicht. Aber insgesamt sollten alle unsere Einheiten das überleben. Das ist erstmal schon dich. Du bist mir gerade wichtiger. Niemand erteilt mir so, die Monstrosität sollten wir eigentlich auch am Leben halten können. Das läuft perfekt. Auf Wiedersehen. So, wir kriegen eine Rune der großen Heilung. Her damit. Endlich. Schade für unser Katapult. Ohne gleichen Sein. Rune des Abschirmens. Jetzt brauchen wir eigentlich nicht. Das ist schon besser. Ansonsten sind hier keine Runen, die mir scheinen. Endlich. Nee, das heißt, wir gehen weiter. Hat Hunger. Das sollte jetzt gleich der nächste Angriff von hinten kommen. Die kommen ja im Sekundentakt inzwischen. Endlich. Theoretisch könnten wir die Mission jetzt auch ganz schnell beenden, denn ich habe alle Items, die wir brauchen. Und nun ja, wie soll ich sagen, man könnte Frostmourne jetzt theoretisch durchrennen zum Ende, aber endlich. Wir wollen ja möglichst viel zeigen immer. Endlich. Das ist so, schon wir besser. Haben hier eine nette Frostmourne Stelle wieder Hunger. Mit Verteidigungstürmen.
Ich mag keine Verteidigungstürmer. Wir wollen auch gerade mal ein bisschen Verteidigung aufbauen. Ja, genau deswegen. Inzwischen sind sie am Start mit einer eigenen Wurfbestie. Das heißt, wir kümmern uns hier mit der Fleischkatapult um die Türme und mit Arthas um den Rest. So, das Katapult sollte die Türme eigentlich recht schnell ausschalten können. Niemand erteilt mir Befehle. So, wir wollen mehr Skeletors. Schicken wir die mal in den Kampf. Ja, tatsächlich schicken wir sie hier in den Kampf. Hier sollten irgendwelche Gegner sein. Die knüppeln wir mal eben weg. Unsere Streitkräfte werden angegriffen. Ja, ein paar kleinere Gegner. Aber mit unseren Skelettkriegern. Wir haben halt den Vorteil, die haben gerade unendlich viele Skelette fast. Naja, eigentlich sind sie jetzt, sollten sie leer sein. Aber dadurch, dass wir Skelette einlagern können, haben wir halt einen Vorteil gehabt. So, einmal da lang bitte, dann macht den Rest da kaputt. Was ist während ihr unterwegs seid, können wir uns dann um diese Seite kümmern. Ah, endlich. Das so, ist wir haben besser. Hier eine Monstrosität. Ah, endlich. Kümmern wir uns mal zuerst darum. Frostmoon hat Hunger. Mein Fleischerpult, bitte, dich um die Totenbeschwörer kümmern. Denn du machst sehr viel Schaden an ihnen, wie man sieht. Leider nicht genug. Heilen wir mal unsere eine Monstrosität, bringen unseren Totenbeschwörer in Sicherheit, kümmern uns um mehr Tote. Was ist das diesmal? Heilung für Arthas. Das ist schon besser. Ah, ich liebe endlich. Diese Fähigkeit des Todespakts einfach. Sie ist so endlich. Unendlich nützlich. Was haben wir denn hier? Oh nee, nicht im Ernst. Ghule. Ja, Ghule sind mir unlieb. Also da heile ich lieber Monstrositäten öfters als ab und zu ein Ghul. Das ist schon besser. Hier haben wir ein paar Schafe. Was die einbringen, weiß ich nicht. Ob es da irgendwie ein Secret gibt. Ich schlachte sie einfach mal alle sicherheitshalber ab. Vorsicht. Könnten ja verzauberte Menschen sein. Hat Hunger. Ja, wir kümmern uns mal um den einen Ghul. Das ist schon besser. Ich hasse Ghule. Dann sehen wir uns gleich mal die Seite an. Die dürfte ja eigentlich leer sein vom Gegner. Ah, endlich. So, ihr zwei. Seid so lieb und stürmt schon mal das Tor. Niemand erteilt mir Befehle. Sonst kümmert ihr euch hier um den Rest. Endlich. Und mal wieder Mana verschwendet. Danke, Ghul. Ja, die Ghul-Problematik. So, auf Wiedersehen. Für den Lichtkönig. Oh, ein Foliant der Kraft. Das nehme ich gerne. Frostmoon hat Hunger. Na, mach schon. Endlich. Och, Arthas, du bist so eine Pfeife, echt. Was ist das diesmal? So, ich weiß nicht, ob hier etwas versteckt ist. Auf jeden Fall ist das hier ein nettes Versteck. Rune des Geistes beschwört uns ein Frostgeist, glaube ich, der eine Nova wirken kann, die eine Menge Schaden macht. Vorsicht. Frostmoon hat Hunger. Quasi eine schwächere Frostnova des Lichts, was aber noch diesmal? Nützlich. Vor allem, was auch ganz interessant ist, die Vampir-Aura. Frostmoon so, damit sollten wir für die nächsten komischen Gegner gerüstet sein. Vor allem der Chaos-Angriff des Frostgeists ist ebenfalls nicht zu verachten. Ah, so, endlich. Und wir treffen gleich mal auf einen zweiten Squad, den wir uns aneignen werden. Bitte bring dich in Sicherheit. Was ist des Schattens so, wir werden jetzt anfangen, wie wild Unfote zu zaubern, zu spawnen, zu beschwören, whatever. Niemand denn ab jetzt ist es Befehle. So ein bisschen, wir stürmen hier einfach rausmäßig. Das ist schon die besser. So, was wir wollen alles mitnehmen, was wir mitnehmen können. Unsere Streitkräfte werden angegriffen. 3, 4. Ja, wir werden jetzt so viele fucking Untote haben. Mit den Totenbeschwörern, die wir hier haben, wird das recht einfach, die zu spawnen. Du bringst dich bitte in Sicherheit. Vorsicht. Du heilst mal die Monstrosität. Frostnova wäre nicht schlecht. Ja, man sieht, es geht ordentlich zur Sache gerade. So, eine Frostnova in diese Richtung. Das sollte es eigentlich mit ihm gewesen sein. Was ist des Schattens Begehr? So, wir wollen nochmal die 9 Untoten in einen Trupp aufnehmen. Was ist das diesmal? Ja, wir haben hier ein paar Gegner, die uns stören.
Niemand erteilt. Bitte meine Totenbeschwörer am Leben halten. Frostnova auf das Vieh. Vorsicht. Raus da. Noch eine Frostnova. Todesmantel. In Sicherheit bringen. Was ist es diesmal? So, wir haben jetzt die Möglichkeit, ein paar starke Gegner zu beschwören. Mir Befehle. Das machen wir auch gleich mal und nehmen die gleich mit zum Angriff. Ja, wir sind noch nicht fertig. Wir müssen noch ein bisschen weiter raus, ja? So, was wollen wir die mal angreifen lassen? Rune des großen Manas. Heißt, unsere Totenbeschwörer können wieder Tote beschwören. Währenddessen schicken wir euch ebenfalls schon mal los. So, einmal hier raus bitte, einmal Heilung bitte. Wir schicken schon mal unsere schwächeren Untoten, die wir beschworen haben, mit hier rüber, um Chaos anzurichten. Vorsicht. Kleines für mich nichts entkommen. Schlachten, Metzen, Fressen. Ja, wir haben da den Blutschmaus. Ich nenne ihn mal einfach Butcher. Ein großer Monstrosität-Dingsi. Ein großes Monstrosität-Dingsi. Wir hauen mal eben die Höllenbestie hier weg. Wobei die haut eher mit ihrem Passes unsere Einheiten weg. Vorsicht. Das ist so, da kam der Angriff, auf den ich gewartet habe. Denn mit diesem Angriff haben wir keine Angst mehr, dass von hinten irgendwas kommt. Das heißt, wir fokussieren uns jetzt nicht auf hinten, sondern auf vorne. Wir greifen an. Der letzte Angriff in dieser Mission. Sprecht, Dummkopf. Ist das eigentlich? Ja, das ist niemand eine ungute Einheit. Schade. Mir Befehle. So, dann wollen wir hier mal Action das machen. Das ist schon besser. Wieso die geht ihr automatisch auf meine Totenbeschwörer? Ich verstehe es nicht. So, mach mal die Chaosbestie platt. Die stört mich so ein bisschen. Du bringst dich in Sicherheit. Du ebenfalls. Du ebenfalls. Was ist das diesmal? So, dann als nächstes auf den ihren Helden bitte. Unsere Monstrosität einmal heilen. Niemand. So, jetzt haben wir nur noch den Blutschmaus vor uns als einzige große Gefahr. Wobei ich sehe gerade, hier lebt noch was, das ich nicht sehen mag. Ah, das. Holy shit. Ja, ein wenig knapp. Gefällt mir so überhaupt nicht, wenn ich ehrlich bin. So, Monstrosität, bitte tank den Damage. Vorsicht. Sprecht. So, auf Wiedersehen, sage ich schon mal. Monstrosität, die heilen wir auf. Damit haben wir die große Verteidigung am Tor geknackt. Unsere Totenbeschwörer sind leider nicht mehr. Allerdings warten wir jetzt noch mal kurz auf den nächsten Angriff. Wir haben noch genug Mana, um alle hochzuheilen. Wir haben noch genug Mana, um den Kollegen gleich zu beschwören. Wenn die Leiche lange genug liegen bleibt, der Cooldown sollte nicht mehr allzu lang sein. Ich hoffe nur, dass die Leiche liegen bleibt, weil wenn wir die dann hier hinschicken, sollten wir Ruhe haben. Es wäre echt geil, den noch zu kriegen. Frostmourn hat Hunger. So, Frostmourn kann jetzt mal zeigen, was es kann. Oh mein Gott. Ja, ich würde sagen, hallo Blutschmaus, willkommen im Club. Ich sehe gerade, so gut ist er eigentlich nicht. Der hält nur viel aus und hat ansonsten den Angriff von einer normalen Monstrosität. Niemand erteilt mir Schade, Befehle. Aber es hätte sein können, dass er wirklich sinnvoll ist. Endlich. So, hol dir mal bitte einen der Totenbeschwörer. Endlich. Das ist Danke. Schon besser. So, volle Energie. Endlich. So würde ich das Schloss gerne verlassen. So, wir können jetzt noch den Flügel reißen. Allerdings ist er dasselbe wie auf der Seite. Deswegen lasse ich es diesmal. Was ist es diesmal? Und ich würde sagen, wir entkommen. Stadttor, öffne dich. Niemand erteilt mir Befehle. Endlich. Das ist schon besser. Des Königs Ausgang. Abgeschlossen. Dafür haben wir keine Zeit. Wir müssen rasch den Weg hinausfinden. Seid bedankt, Ladies. Doch wo ist eure Herrin? Wo ist Sylvanas? Sie schickte uns, euch zu suchen, großer König. Wir sind hier, um euch über den Fluss zu geleiten. Auf der anderen Seite suchen wir Schutz in der Wildnis.
Ja, man sieht eindeutig, da bahnt sich was an mit Lady Sylvanas und Arthas, aber nichts Gutes. Wie das Ganze weitergeht, werdet ihr nächsten Freitag sehen. Ich danke fürs Zusehen und ich würde sagen, zum nächsten Mal viel Spaß.